Bhopal, Zentralindien, 1984. Die Bewohner der Stadt erwachen hustend und ringen nach Luft. Panisch flüchten sie. Tausende sterben. Vergiftet durch die Luft, die sie einatmen. In einer Fabrik, die mit modernen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sein soll, ein Tochterunternehmen einer US-amerikanischen Firma, ereignet sich der tödlichste Industrieunfall der Geschichte. Katastrophen passieren nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Wir finden heraus, was geschah. In den letzten Sekunden vor dem Unglück. Bhopal, Indien. Der 3. Dezember 1984. 5 Minuten nach Mitternacht entdecken Arbeiter der Pestizidfabrik Union Carbide ein Gasleck. Schnell geben sie die Information weiter. Suman Day im Kontrollraum informieren sie als Ersten. Es gab ein Leck, das ich sofort untersucht habe. Suman verlässt den Kontrollraum und macht sich auf die Suche nach dem Leck. Dazu betritt er den Bereich der Produktionsanlage, in dem die gefährlichsten Chemikalien der Fabrik unter einer dicken Betonschicht lagern. Neben Phosgen, das im Ersten Weltkrieg als chemische Waffe genutzt wurde, wird hier Methylisocyanat, kurz MIC, aufbewahrt. Ein Zwischenprodukt bei der Herstellung des Schädlingsmittels Sevin. Es ist eine der giftigsten Chemikalien der Welt. Dort lagerte eine große Menge MIC. Alle Chemikalien waren höchst gefährlich. Wir mussten sehr vorsichtig sein, falls etwas schieflaufen sollte. An dem eigenartigen Geruch wird Suman klar, dass er sich dem Leck nähert. It was leaking. Das Gas trat aus, aber sehr, sehr langsam. Leaking slowly, slowly. Kleinere Gaslecks gehören hier zum Alltag. Daraus resultierende Atembeschwerden auch. Die Arbeiter mussten lernen, damit zu leben. Everything was all right. Alles war in Ordnung. Ich habe Druck und Temperatur geprüft. Deshalb ging ich wieder zurück in den Kontrollraum, wo wir unser Gespräch fortsetzten. Die Arbeiter rufen erneut an. Ungenaue Anzeigenwerte ist Suman in der 15 Jahre alten Anlage gewohnt. Daher prüft er den Druckmesser erneut. I found that the needle is. Die Nadel war am Anschlag. Innerhalb weniger Minuten ist der Druck im Tankinneren ins Unermessliche gestiegen. 0.20 Uhr. Suman Day eilt in den Lagerbereich. Er muss den Grund des Druckanstiegs herausfinden. Es war sehr heiß. Alles wackelte, der Beton vibrierte. Während Suman in den Kontrollraum zurückrennt, entweicht Gas in das Röhrensystem der Fabrik. Da war dieses laute Zischen wie von einer Dampfmaschine. 0.30 Uhr. Suman leitet die Notfallmaßnahmen ein. Ein Gaswäscher soll das ausgetretene Gas neutralisieren. Doch nichts passiert. Jetzt strömt das Gas in eine Fackel, die ausweichende Gase verbrennen soll. Doch erneut bleibt die Wirkung aus. Unter großem Druck schießt das Gas durch das Rohrnetz den Entlüftungsschlot hinauf und entweicht in die Atmosphäre. Das war eine Katastrophe. Giftiges Gas strömt in den Nachthimmel. Und die Arbeiter können es nicht verhindern.
Ich meldete ein großes Leck im Lagerbereich und ließ evakuieren. Ein paar Minuten lang waren wir wie gelähmt und konnten nichts tun. Mit so etwas hatte wirklich niemand gerechnet. Allerdings schweben nicht nur die Fabrikarbeiter in Gefahr. 1 Uhr nachts. Direkt neben dem Fabrikgelände von Union Carbide liegen die Wohnviertel von Bhopal. Und ein Nordwestwind weht die Giftwolke in Richtung der 500.000 Einwohner. In unmittelbarer Nähe genießt der Fabrikarbeiter T.R. Chuhan sein freies Wochenende. Ich war froh darüber, denn meine Tochter war noch klein und ich war mal nicht von der Nachtschicht übermüdet. Doch mitten in der Nacht schreckt er auf. Mein Sohn weinte. Gleichzeitig spürte ich ein Brennen in den Augen. Gib ihm Wasser zu trinken, ich sehe nach. Die Gaswolke hat sich verdichtet und kriecht jetzt den Boden entlang. Wie ein giftiges Tuch bedeckt sie die schlafende Stadt. Kurz danach strömen die Einwohner auf die Straßen. Sie sind verängstigt, verwirrt und ringen nach Atem. Die Straße war voller rennender Menschen. Ich entschied sofort, dass auch meine Familie und meine Kinder hier weg mussten. Sie erbrachen sich und husteten. Ich sah Menschen sterben. Sie rannten, fielen und starben. Währenddessen versagen in der Fabrik noch immer die Sicherheitsvorrichtungen. Auch die letzte Rettung schlägt fehl. Mit der Sprinkleranlage wollen die Arbeiter das entweichende Gas eindämmen. Doch die Wasserstrahlen sind nicht stark genug. Sie erreichen das Gas nicht, das aus dem Schlot austritt. Nach einer halben Stunde strömt das Giftgas noch immer mit unvermindertem Druck aus. Am anderen Ende der Stadt weckt ein Telefonanruf Dr. Bhandari, Oberarzt des größten Krankenhauses von Bhopal. Hallo? Oh nein, langsam bitte. Waschen Sie die Augen aus und geben Sie ein paar Augentropfen. Das Krankenhaus rief mich an. Aus der Fabrik sei etwas Gas ausgetreten. Vermutlich Ammonium. Es seien viele Patienten mit Augenproblemen gekommen. Daher riet ich zur Gabe von Augentropfen. Doch der Patientenansturm sei so groß, dass sie mich bräuchten. Ja. Ich bin sofort da. Der Anruf hat ihn beunruhigt. Daher prüft Dr. Bhandari die Nachtluft auf Anzeichen von Gas. Ich bin wieder reingegangen. Ich bekam kaum Luft und konnte nicht mehr aufhören zu husten. Minute für Minute breitet sich die unsichtbare Gaswolke aus. Inzwischen bedeckt sie ein Gebiet von 8 Kilometern Breite. Die Menschen können kaum noch atmen. Eine Massenpanik bricht aus. Zehntausende Menschen ersticken auf der Flucht. Im Kontrollraum der Union Carbide Fabrik befindet sich Sumenday in Sicherheit. Doch einige Arbeiter werden vermisst. Daher macht er sich auf die Suche nach ihnen. Ich nahm mir eine Maske und ging zurück in die Fabrik.
Ich dachte, ich muss doch die Arbeiter retten. Doch schon bald geht ihm die Luft aus. Ich hatte solche Angst und fürchtete mich. Ich dachte für einen kurzen Moment, dass es mein Ende sein könnte. In der Stadt sind Fabrikarbeiter Chu Han und seine Familie der Verzweiflung nahe. Sie wissen keinen Ausweg. Entweder sie fliehen oder sie sterben. Ich sah ein leeres Auto. Los jetzt, los! Kommt, kommt, kommt! Chu Han überzeugt den Fahrer, ihnen zu helfen. Er wehrte sich, aber ich sagte, wenn sie am Leben bleiben möchten, fahren sie raus aus der Stadt. Nach einem schweren Hustenanfall macht sich Dr. Bhandari auf den Weg zum Krankenhaus. Als ich dort ankam, sah ich schon eine riesige Menschenmenge, die auf eine Behandlung wartete. Was ist passiert? Es kommen immer mehr Menschen. Was ist mit ihr? Doktor, ich spüle ihre Augen mit Wasser, aber es hilft nicht. Die Polizei erklärt ihm, es handle sich um einen Ammoniumleck. Bhandari glaubt, den Patienten mit herkömmlichen Heilmethoden helfen zu können. Doch diesen Symptomen sind die Mittel nicht gewachsen. Viele von ihnen hatten Atembeschwerden, Husten und Würgereiz. Seine Heilmittel können nichts ausrichten. Wir wussten nicht mehr weiter. Das war ein unbekanntes Krankheitsbild. Tausende erstickende und sterbende Einwohner drängen ins Krankenhaus. Und Bhandari weiß nicht, wie er ihnen helfen soll. Er glaubt nicht mehr, dass es sich bei dem Gas um Ammonium handelt. Sie verstehen nicht. Vor meiner Klinik stehen hunderte Patienten. Erst sprach Union Carbide von Ammonium, dann sagten sie, es sei Phosgen. Was ist das für ein Gas? Dann sagten sie, es sei MIC. Wir hatten nie von Methylisocyanat gehört und weder Gegenmittel noch Informationen von Union Carbide. Die Ärzte wissen nicht, dass MIC mit dem Wasser in den Körpern seiner Opfer reagiert und Blut in die Lungenbläschen drückt, wodurch das Atmen unmöglich wird. Viele starben sofort. Besonders die Fliehenden. Sie atmeten das Gas ein, das ihre Lungen anschwellen ließ. Sie ertranken an ihren eigenen Körperflüssigkeiten. Ab 3 Uhr morgens hatten wir die Leichen aufgebahrt. Als der Tag an diesem 3. Dezember anbricht, verflüchtigt sich das Gas über der Stadt. In dieser Nacht sind in Bhopal 3000 Menschen durch den direkten Kontakt mit MIC gestorben. Mehr als 300.000 leiden qualvoll an den Folgen. Suman Day und seine Mitarbeiter haben die Nacht überlebt. Im Tageslicht sehen sie zum ersten Mal das Ausmaß der Katastrophe. Ich sah die toten Büffel und Rinder in den Straßen liegen. On the street. Dead. Am heftigsten hat es die Alten und die Jungen getroffen, die sich oft in Bodennähe aufhielten, wo die Wolke am dichtesten war. Innerhalb weniger Stunden geht die Nachricht um die Welt. Die Katastrophe von Bhopal forderte über 2500 Menschenleben. Das schlimmste Industrieunglück der Geschichte. Hier gegenüber vom Firmengelände von Union Carbide leben etwa 10.000 Menschen. Doch heute Morgen ist der komplette Slum menschenleer.
Doch das Leiden der Menschen wird bald von einer drängenden Frage überschattet. Wie konnte so etwas geschehen? Einen Tag nach dem Unglück beauftragt die indische Regierung den Chemiker Dr. Tyagarajan mit der Sicherung des Fabrikgeländes. Es war eine entsetzliche Situation. Die Straßen waren voller Menschen, Leichen lagen herum. Alle weinten und es herrschte Panik. Die Fabrik in Bhopal stellt große Mengen Sevin her. Das dafür benötigte MIC wurde nach Aussagen der Unternehmensleitung in flüssiger Form sicher in unterirdischen Tanks gelagert. Die Fabrikarbeiter behaupten, Tank E610 sei zu 75% gefüllt gewesen. Dabei liegt der empfohlene Füllstand bei 50%. Insgesamt 42 Tonnen tödliches MIC sind verdampft und entwichen. Tyagarajan macht eine weitere schockierende Entdeckung. Wir haben die Arbeiter nach weiterem MIC gefragt. Und dann erhielten wir die schlimmste Information. Ja, in Tank 611 lagert noch MIC. Wie viel? Etwa 30, 35 Tonnen. Oh mein Gott, so viel wie am Tag zuvor entwichen war. E610 ist nur einer von drei Tanks in der unterirdischen Lagerstätte. In der Bhopaler Fabrik lagerte ein riesiger MIC-Vorrat. Doch im Gegensatz zu anderen Union Carbide-Fabriken wurden pro Tag nur wenige Tonnen Sevin produziert. Die riesigen MIC-Mengen sollten später verarbeitet werden. Aus Sicherheitsgründen sollte ein Tank leer bleiben. Doch die Fabrikarbeiter erklären, dass sich die tödliche Chemikalie in allen drei Tanks befindet. Nur aus Tank E610 ist MIC entwichen. Kann das womöglich auch bei den anderen beiden Tanks passieren? Tyagarajan muss sie umgehend sichern. Inzwischen will Warren Anderson, der Vorstandsvorsitzende des US-amerikanischen Chemieunternehmens Union Carbide, nach Indien fliegen und dort die Lage sondieren. Als die indische Polizei erfährt, dass er die Verantwortung für die Fabrik trägt, nimmt sie ihn kurzerhand fest. Ich würde gerne meiner Frau sagen, dass ich lebe und meine Mutter grüßen. Doch Journalisten wie Rajki Markeswamy halten die Festnahme für eine Inszenierung. Am Flughafen hat man ihm gesagt, dass er verhaftet ist, aber er wurde nicht inhaftiert. Man brachte ihn zum Union Carbide Gästehaus, das seinerzeit eines der schönsten Häuser Bhopals war. Einige Stunden später kommt Anderson auf Kaution frei und verlässt Indien. In der Pestizidfabrik muss Dr. Tyagarajan jetzt über das Schicksal der restlichen 35 Tonnen MIC entscheiden. Ich kannte mich mit großen Mengen nicht aus. In unserem Labor hatten wir höchstens 10 Milliliter. Im Augenblick scheint das MIC stabil zu sein. Doch das berichteten die Arbeiter kurz vor dem Unfall auch von dem entwichenen MIC. Wir befürchteten eine weitere Explosion. Als Chemiker vermutet man immer das Schlimmste und arbeitet sich von hinten nach vorne. Tyagarajan weiß, dass er den kompletten MIC-Vorrat entsorgen muss. Nur so kann er ein zweites Unglück verhindern. Das kann ihm jedoch nur mit einem gewagten Schritt gelingen. Die Produktion in der Unglücksfabrik muss wieder anlaufen. Dieselben Arbeiter sollen das gleiche Mittel wie zuvor herstellen. 13 Tage nach dem Unglück. Tausende Menschen liegen im Sterben. Zehntausende leiden qualvoll im Krankenhaus. Und in der Unglücksfabrik soll das restliche MIC weiterverarbeitet werden, obwohl noch niemand weiß, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Das Vorhaben ist riskant und trägt den Namen Operation Vertrauen. Wir konnten nur auf unseren eigenen Sachverstand vertrauen.
nicht auf die Qualität der anderen Tanks. Daher sollten die Menschen uns vertrauen. Doch die Einwohner von Bhopal empfinden die Wiederaufnahme der Produktion kurz nach dem tödlichen Unglück als ungeheuerliches Vorhaben. Die Menschen dachten, sobald die Fabrik wieder läuft, könnte das Gas erneut austreten, das bereits Tausende getötet hatte. Es gab keine Garantie, dass das nicht passiert. Sie hatten kein Vertrauen. Selbst während der Operation gingen wir vom Schlimmsten aus. Wir erwarteten eine Explosion, daher standen Löschhelikopter bereit. Außerdem hatten wir die komplette Anlage mit feuchten Planen bedeckt. Jede Sekunde zählte. Ein zweites Bhopal erschien uns sehr wahrscheinlich. Mit den getroffenen Sicherheitsvorkehrungen nimmt die Fabrik den Betrieb wieder auf. Doch die Einwohner haben Angst und fliehen voller Panik aus Bhopal. Viele haben Bhopal verlassen. Niemand wollte sein Leben riskieren. Während das restliche MIC abgepumpt wird, ziehen selbst die Kranken die Flucht dem Risiko vor. Zurück bleiben nur die Bettlägerigen. Die Stadt war verlassen. Wie eine Geisterstadt. Die Weiterverarbeitung des verbliebenen MIC zu dem Pestizid Sevin dauert nervenzerreißende 7 Tage. Ein zweites Unglück ist abgewendet. Wir waren erleichtert, dass wir Erfolg hatten und die Anlage nun sicher war. Die Einwohner von Bhopal kehren in ihre Stadt zurück, doch sie sind voller Wut. Alle wollten wissen, was passiert war. Die Öffentlichkeit, die Medien, die Regierung. Deshalb mussten wir so schnell wie möglich die Ursache dieser Katastrophe erforschen. Wir rekonstruieren die Ereignisse, die zu dem Unglück führten, und geben direkte Einblicke in die Ermittlungen. So erfahren wir, wie es in dieser Nacht in Bhopal zum größten Industrieunfall der Geschichte kommen konnte. Dr. Tyagarajan weiß, dass 42 Tonnen flüssiges MIC sicher in einem unterirdischen Tank lagerten, verdampften, als Gas in die Atmosphäre entwichen und Tausenden den Tod brachten. Doch wie konnte das passieren? Die Umgebung der Tanks war sehr aufschlussreich. Er beginnt mit der Untersuchung der Lagerstätte. In der Betonhülle des Tanks entdeckt er gewaltige Risse. Der Tank hatte sich bewegt. Das deutet auf eine heftige chemische Reaktion riesigen Ausmaßes hin. Die Ursache für den Gasaustritt soll Tank E610 offenbaren. Daher wird er zunächst geborgen. Obwohl der Druck im Tankinneren gewaltig gewesen sein muss, ist er nicht geborsten. Allerdings sind die Sicherheitsventile zerstört. Das Gas muss durch das Entlüftungssystem in die Atmosphäre entwichen sein. Es war ganz klar eine unkontrollierte Reaktion. Irgendetwas muss diese Reaktion ausgelöst haben. Dr. Tyagarajan verdächtigt eine eigentlich harmlose Substanz. Etwa 500 Liter Wasser müssen in den Tank geraten sein. In Verbindung mit Wasser erhitzt sich MIC, kocht und verdampft. Andere Chemikalien können diese Reaktion noch verstärken. MIC reagiert mit explosiver Gewalt. Die kleinste Verunreinigung durch Metall und Wasser ist tödlich. Die Ermittler finden im Tank pulverförmige Rückstände und schicken sie ins Labor. Verunreinigungen waren relativ wahrscheinlich. In staatlichen Laboren stellten wir die Reaktionen nach.
Tür Garayan und seine Mitarbeiter entdecken Eisenspuren im Tank. Dieser Fund lässt nur einen Schluss zu. Eine große Wassermenge hat zusammen mit Metallverunreinigungen die heftige und tödliche Reaktion hervorgerufen. Jetzt wissen die Ermittler, wodurch die Katastrophe von Bhopal ausgelöst wurde. Doch nicht, wie es dazu kommen konnte. In einer Chemiefabrik mit modernen Sicherheitsvorkehrungen dürfte ein solches Unglück nicht passieren. Union Carbide unterhält auf der ganzen Welt Chemiefabriken und kennt die Risiken von MIC. Wie jede Union Carbide-Fabrik verfügt die Anlage in Bhopal über Sicherheitssysteme, die jegliche Kontaminierung verhindern sollen. Wir wollen heute alle etwas über den Vorfall in Bhopal erfahren. Wenige Tage nach dem Unglück behauptet Warren Anderson, es sei gar kein Unfall gewesen. Das klingt nicht unbedingt nach einem Unfall. Es kann auch eine vorsätzliche Tat vorliegen. Damit stellt er die Möglichkeit eines Sabotageaktes in den Raum, woraufhin die Gewerkschaft eine unabhängige Untersuchung fordert. Sie lädt den US-amerikanischen Ermittler Michael Wright nach Bhopal ein. Die indischen Behörden verweigern ihm jedoch ein Arbeitsvisum. Daher muss er verdeckt arbeiten. Weder Union Carbide noch die indische Regierung unterstützten uns. Sie wollten keine unabhängigen Ermittlungen. Wright ist Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragter der US-amerikanischen Stahlarbeitergewerkschaft. Vorfälle wie in Bhopal sind sehr unwahrscheinlich, haben aber enorme Folgen. Ein solcher Unfall kommt sehr selten vor, ist dann aber folgenreich und katastrophal. Wright muss als Tourist nach Bhopal reisen, ohne Unterstützung von offizieller Seite. Dort sieht er das Ausmaß des Leids mit eigenen Augen. Einfach alle Menschen husten, weil sie alle diesem fürchterlichen Gift ausgesetzt waren. Kinder haben ihre Eltern verloren. Und Eltern ihre Kinder. Wir mussten diesen entsetzlichen Vorfall verdrängen und die Ursache herausfinden. Dazu betrachtet man alle möglichen Szenarien und schließt dann nach und nach die unmöglichen aus. Die Fabrik selbst darf Wright nicht betreten. Nur durch verdeckte Ermittlungen kann er der Ursache der Katastrophe auf den Grund gehen. Wir machten aus großer Entfernung Fotos von der Fabrik. Wir besorgten uns die technischen Betriebsvorschriften der Anlage. Außerdem sprachen wir mit den Arbeitern, wahrscheinlich mit allen, die in dieser Nacht Dienst hatten. Die indischen Ermittler haben Wasser, das in den MIC-Tank eindrang, als Ursache für die tödliche Reaktion ausgemacht. Daher will Wright anhand der Baupläne der Fabrik die Herkunft des Wassers klären. Sofort verdächtigt er eine chemische Aufbereitungsanlage direkt neben den MIC-Tanks. Diese Anlage war immer wieder verstopft. Man schloss einen Wasserschlauch an und spülte das System durch. So wurde die Verstopfung gefahrlos gelöst. Doch bei heimlichen Treffen erzählen ihm Fabrikarbeiter von Einsparungen in der Fabrik. Das Unternehmen installierte ein Überbrückungsrohr zwischen beiden Anlagen. Dieses Rohr ermöglichte eine mehrfache Nutzung des Rohrsystems. Doch es stellte auch eine permanente Verbindung zwischen der tödlichen Chemikalie und der restlichen Fabrik her. Das erhöhte das Risiko drastisch. In eine separate MIC-Einheit wäre kein Wasser geraten. Durch das Überbrückungsrohr konnte Wasser direkt in die MIC-Lagerstätte gelangen. Wright erfährt von einer vorgenommenen Waschung in der Unglücksnacht. Ein Arbeiter begann damit 9:30. Allerdings kam das Wasser auf der anderen Seite nicht heraus.
Eventually water. Irgendwann trat dann aber doch Wasser aus und alles schien in Ordnung zu sein. Niemand bemerkte, dass sich das Wasser gestaut hatte und so durch das Rohr in die MIC-Lagerstätte gelangte. Dennoch hätte eine einfache Sicherheitsvorrichtung sein Vordringen stoppen können. Dazu hätte diese Metallplatte ausgereicht. Eine Steckscheibe. Sie wird zwischen zwei Rohrstücke gesetzt und verschließt das Rohr während der Waschung. That slip line was not there. Diese Steckscheibe fehlte. So konnte Wasser in den Tank gelangen. Selbst im Tank hätte das Wasser allerdings laut Bauplan auf ein letztes Hindernis stoßen müssen, das es am Eintritt hätte hindern sollen. Als Schutzgas wird Stickstoff in den MIC-Tank gepumpt, der die chemische Reaktion anderer Stoffe verhindern soll, indem er eine sichere Hochdruckschicht bildet. Wright kennt diese Methode. Sie ist normalerweise sicher und wirkungsvoll. Die Fabrikarbeiter berichten jedoch von einem Fehler im System. Am 30. November beobachtete ich, wie Kollegen Tank 610 unter Druck setzen wollten. Doch es gelang ihnen nicht. Gelegentliche Falschanzeigen sind in der 15 Jahre alten Anlage nichts Ungewöhnliches. Doch ein fehlgeschlagener Druckaufbau kann nur eines bedeuten. Die Leitung hat ein Leck. Aus den Wartungsunterlagen weiß Schuhan, dass dieses Leck wochenlang nicht bemängelt wurde. Seit über 20 Tagen gab es Probleme mit dem Druck der Leitung, doch ich fand kein Wort darüber in den Unterlagen. Wenn Stickstoff durch ein defektes Ventil austreten kann, kann Wasser dadurch auch eindringen. Das Wasser floss genau durch das Ventil hinein, das es eigentlich aufhalten sollte. Durch ein undichtes Ventil kann das Wasser in den MIC-Tank gelangt sein. Wright wird klar, dass die Behauptungen von Union Carbide doch stimmen könnten. Handelt es sich um einen Sabotageakt? Jemand könnte das Stickstoffventil beschädigt und die Steckscheibe entfernt haben. Die Eisenverunreinigungen könnten einfache Rostablagerungen sein. Vielleicht war ein so schlimmer Unfall gar nicht geplant. Laut Union Carbide habe ein unzufriedener Mitarbeiter absichtlich Wasser in den MIC-Tank gepumpt. Wir versuchen nur, zwischen Unachtsamkeit und eventuellem Vorsatz zu unterscheiden. Doch Wright will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Denn die Katastrophe birgt noch weitere Fragen. Eigentlich geht es weniger darum, wie Wasser in den Tank gelangen konnte. Entscheidend ist, wieso kein einziges Sicherheitssystem in dieser Nacht funktioniert hat. Als erster Schutzmechanismus diente ein Gaswäscher. Nach dem Austritt gefährlicher Gase werden diese in einen großen, flaschenförmigen Tank mit Natronlauge geleitet, die Gase neutralisieren. Beim Treffen mit den Fabrikarbeitern erfährt Wright etwas Unfassbares. Kein Messgerät zeigte an, dass der Gaswäscher in Betrieb war. Der Gaswäscher, der erste von drei Schutzmechanismen, war außer Betrieb. Wright wendet sich den anderen Sicherheitssystemen zu. MIC ist leicht entzündbar. Daher soll aus dem Gaswäscher ausgetretenes Gas in einer Gasfackel verbrannt werden. Doch auch diese war nicht funktionstüchtig. Man hatte ein etwa 1,20 Meter langes, verrostetes Rohrstück ausgebaut und niemand hatte es ersetzt. Normalerweise wäre dort das austretende Gas verbrannt worden. Sollten im Unglücksfall beide Systeme versagen, existiert noch eine letzte Vorrichtung, die Einwohner von Bhopal vor MIC schützen kann. Die Fabrikarbeiter wurden angewiesen, das Gas beim Austritt aus dem Schlot zu wässern. Mit einer Sprinkleranlage, die rund um den Auslass angebracht war. Das Wasser sollte die Ausbreitung von MIC außerhalb des Geländes verhindern.
Wright kann den Zeugenaussagen kaum Glauben schenken. Die Sprinkleranlage war einfach zu schwach. Die Wasserstrahlen konnten das obere Schlotende nicht erreichen. Wasser war trotz zahlreicher, aber ungenügender Sicherheitsmaßnahmen in den Tank gelangt und hatte dort mit MIC reagiert. Außerdem waren alle drei Schutzmechanismen, die den Austritt gefährlicher Gase verhindern sollten, nicht ausreichend oder außer Betrieb. Diese Ereignisse deuten auf unfassbare Fahrlässigkeit hin. Michael Wright untersucht nun das Fabrikmanagement und die Vorgaben des Mutterunternehmens. Die Fabrik verlor Geld. Ein paar Jahre zuvor wurde sie erweitert, doch man hatte den Markt falsch eingeschätzt. Man verkaufte längst nicht so viele Pestizide wie erwartet. In diesem Fall drängte das Mutterunternehmen auf Kostensenkungen. Die Arbeiter berichten Wright von Einsparungen an den Sicherheitsvorkehrungen. So führten kleine Lecks immer wieder zu Unfällen, manchmal auch zu tödlichen. Zwischen 1981 und 1984 gab es mindestens 5 Chemieunfälle in der Fabrik. Im Dezember 1981 wurden 3 Arbeiter verletzt, von denen einer starb. Es gab genug Warnungen für vorliegende Missstände. Auch die Steckscheibe fiel den Einsparungen zum Opfer. Die Steckscheibe war entscheidend für den Unfall. Sie hätte ihn verhindert. Durch Personalkürzungen war die Aufrechterhaltung des Sicherheitsstandards nicht mehr möglich. Der verantwortliche Wartungsmitarbeiter war entlassen worden. Durch fehlerhafte Anzeigen wusste niemand von der Reaktion im Tank. In der ganzen Anlage wurden die Messinstrumente nicht mehr gewartet. Der Gaswäscher funktionierte nicht. Doch selbst er hätte diese Mengen MIC nicht neutralisieren können. Der Gaswäscher war nur für kleine Gasmengen aus defekten Ventilen ausgelegt, nicht für einen so großen Unfall. Dafür hätte niemand Geld ausgeben wollen. 2 Monate lang konnte die Gasfackel wegen des fehlenden Rohrstücks kein entweichendes Gas verbrennen. Der Einbau eines neuen Rohrstücks hätte 2 Stunden gedauert. Union Carbide wies sein indisches Tochterunternehmen auf die unzureichende Leistung der Sprinkleranlage hin. Union Carbide forderte eine stärkere Sprinkleranlage. Ohne Erfolg. Inzwischen hält Wright Warren Andersons Sabotagevermutung für eine Verschleierungstaktik. Union Carbide hat nie glaubhafte Beweise geliefert. Mit der Sabotagetheorie wollte Union Carbide nur seine Spuren verwischen. Michael Wright hat eine andere Erklärung für die Katastrophe von Bhopal. In der Fabrik, die eine der giftigsten Chemikalien der Welt verarbeitete, führten massive Kosteneinsparungen zu dem verheerenden Unglück. Im Jahr 1984 hat Union Carbide in Bhopal 1,25 Millionen US-Dollar Betriebskosten eingespart. Dennoch schrieb die Fabrik weiterhin rote Zahlen. Alles spricht für das Zusammentreffen unglücklicher Mängel und fahrlässiger Entscheidungen von Union Carbide. Vieles musste in Bhopal schiefgehen. Doch das tat es auch, weil die Verwaltung Kosteneinsparungen vornahm, die zulasten der Sicherheit gingen. Wright schließt Sabotage nun endgültig aus. Die Schuld an der Katastrophe sieht er bei dem Unternehmen selbst. Man wird fassungslos über das mangelnde Interesse, Zeit und Kosten in ein System zu investieren, das den Unfall hätte verhindern können. Deshalb starben Tausende. Die Ermittlungen sind abgeschlossen und wir wissen jetzt, durch welche Fehler und Unfälle es zur Katastrophe von Bhopal kommen konnte, die in der Dezembernacht 1984 3000 Menschen das Leben kostete. Dreieinhalb Stunden vor dem Unglück. Ein Schichtarbeiter beginnt mit einer routinemäßigen Waschung. Weil die Rohre verstopft sind, spült er das Leitungssystem durch. Durch ein kürzlich installiertes Verbindungsstück kann das Wasser die unterirdischen Vorratsbehälter erreichen, in denen der höchst reaktive Pestizidbestandteil MIC lagert.
In dem Rohr fehlt die Steckscheibe, die das Wasser zurückhalten könnte. Auf dem Weg in den Tank löst das Wasser kleine Rostteilchen von den altersschwachen Rohren. Zwei Stunden und 15 Minuten vor dem Unglück. Der erste Wassertropfen gelangt durch ein defektes Ventil in den Tank E610, der 42 Tonnen flüssiges MIC enthält. Deutlich mehr als empfohlen. Das Wasser mit den Eisenteilchen löst eine heftige und unaufhaltsame Reaktion des MIC aus. Wegen des fehlenden Kühlsystems kann die Temperatur enorm ansteigen. Eine Stunde vor dem Unglück. Das flüssige MIC hat sich in Gas verwandelt. Arbeiter nehmen den Gasgeruch wahr und melden ihn. Doch er wird auf ein kleines Leck zurückgeführt. Immer mehr flüssiges MIC verdampft, der Druck im Inneren des Tanks steigt weiter an. Im Kontrollraum versagen die Anzeigen, bis sie plötzlich voll ausschlagen. ...35 Minuten vor dem Unglück. Kontrollraummitarbeiter Suman Day sieht, wie die unkontrollierte Reaktion und der steigende Druck die Sicherheitsventile des Tanks zerstören und sich Risse in der Betonhülle bilden. Unter hohem Druck schießt das MIC in den Gaswäscher. Die Arbeiter glauben, das Gas werde darin neutralisiert, doch er ist außer Betrieb. Selbst wenn er funktionieren würde, den großen Mengen an heißem MIC, die jetzt austreten, wäre er nicht gewachsen. 15 Minuten vor dem Unglück. Das Giftgas strömt an der Gasfackel vorbei, die eigentlich entweichendes Gas verbrennen sollte. Doch auch sie ist außer Betrieb und das tödliche MIC entweicht in den Nachthimmel. Zehn Minuten vor dem Unglück. In einem letzten verzweifelten Rettungsversuch aktivieren die Arbeiter die Sprinkleranlage, die allerdings viel zu schwach ist und das ausströmende Gas nicht erreicht. 1 Uhr nachts am 3. Dezember 1984. Eine tödliche Wolke aus MIC, eine der giftigsten Substanzen der Welt, legt sich über Bhopal und seine 500.000 Einwohner. Innerhalb weniger Stunden kommen 3.000 Menschen ums Leben. In den folgenden Jahren sterben nach Angaben der indischen Regierung weitere 15.000 Menschen an den direkten Folgen des Unglücks. Durch das eingeatmete Gas und die andauernden Umweltschäden leiden bis heute mehr als eine halbe Million Menschen an Gesundheitsschäden. Selbst 27 Jahre danach sterben pro Woche 2-3 Menschen an den Spätfolgen des Gasaustritts. Nach dem Unglück gibt Union Carbide die Fabrik auf. Sie steht noch immer und wirft als rostiger Koloss ständig ihren Schatten auf die Stadt Bhopal. Gesäubert wurde die Fabrik nie. Grundwasserproben deuten noch heute auf eine Belastung des Trinkwassers hin. 5 Jahre nach dem Unglück stimmte Union Carbide America einer Schadenersatzzahlung von 470 Millionen Dollar zu, wovon jedem Opfer gerade einmal 600 Dollar zustanden. Im Gegenzug verzichtete der indische Staat auf zukünftige Strafverfolgung. Der frühere Vorstandsvorsitzende Warren Anderson ist inzwischen über 90 Jahre alt und lebt auf Long Island bei New York. Im Jahr 2010 wurden ehemalige Manager der indischen Tochterfirma wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von je 2.000 Dollar verurteilt. Bis heute besteht das Unternehmen auf seine Sabotagetheorie. In Bhopal haben wir unfassbar mutige, unfassbar tapfere Überlebende getroffen, von denen die Welt erfahren muss. Ihre toten Angehörigen dürfen nie vergessen werden.